Hier darf ich Ihnen zunächst die drei Punktrichter vorstellen. Goran Filipovic, Ertekin Arslan und Abdulrahman El-Rayes sorgen für das entsprechende Punkturteil, wenn es denn so weit kommt. Zu den Kontrahentinnen. Zunächst die rote Ecke. Sie ist 18 Jahre alt, 1,70 Meter groß, 64,5 Kilogramm schwer. Sie ist die WBC-Weltmeisterin und kommt aus der Fight Zone London. In ihrer Ecke Aditayo Durashola aus London, England, Molly McCulloch. Die blaue Ecke, 32 Jahre alt, 1,70 Meter, genauso wie ihre Gegnerin groß, genau 65 Kilogramm beim Einwiegen. Sie ist die WKU-Weltmeisterin, IGBA-EBF-Weltmeisterin und die NKF-Weltmeisterin aus dem Chimla-Familie Erfurt. In ihrer Ecke Marek Ljaschinski und Robin Ostrowski. Ihr Rekord 24 Kämpfe, 21 Siege, 5 davon durch K.O. bei 3 Niederlagen. Aus Erfurt, Michaela Michel. Ringrichter dieses Kampfes, Stephen McFarlane. Ja, jetzt geht's hier heiß zur Sache. Molly McCulloch aus London, England, ist erst 18 Jahre jung, WKC-Weltmeisterin, vertritt das Gym Fight Zone in London. Ja, natürlich gegen hier einen erfahrenen Hasen, eine erfahrene Kämpferin, Michaela Michel, die von Anfang an jetzt Druck macht. Sehr beweglich. Ja, sie macht das gut, außer Defensive, aber schon mit vielen Schlägen. Und Michel macht natürlich Druck und arbeitet aus der Mitte. Irgendwie scheint es nicht ganz klar zu sein. K1 ist mit Low Kick. Steht zumindest bei mir hier. K1. Ganz klar war es dringlich, dass Stephen McFarlane ein bisschen verwirrt hier. Wir haben hier einige Kämpfe, wie jetzt zum Beispiel Flamur Mehmedi, der ohne Loki gekämpft hat, und davor der Boxkampf. Da kommt es mal zu einer kleinen Verwirrung. Nicht so schlimm, es geht weiter hier. Im Weltmeisterschaftskampf 5x3 Minuten. Schöne Loki von Molly McCulloch, aber Michaela Michel setzt sofort nach. Und sie ist diejenige, die den Kampf bestimmt und auch den Druck macht. Darf natürlich nicht so viele Low Kicks nehmen. Und Molly arbeitet aus der Defensive. Aber sind natürlich alles Punkte. Am Ende zählen die Punktrichter auch die Punkte. Natürlich auch ein Offensivverhalten und verschiedene andere Sachen, die damit in die Wertung kommen. Aber solche Kicks natürlich auch. Molly McCulloch arbeitet mit vielen Kicks, schlägt sie zwar leicht, aber immer wieder. Auch wenn Michaela Michel ist die, die den Kampf bestimmt und nach vorne geht. Jetzt mal in einer schönen Boxkombination, das Knie hinterhergezogen, aber McCulloch kontert.
und bewegt sich wieder raus. Löst sich von den Ringseilen, ist aber auch schnell wieder in der Richtung. Mit dem Rücken am Ringseil ist natürlich immer schwierig. Auf die Dauer. Letzten 10 Sekunden. Was sagst du? Jetzt zählt mal deine Meinung. Wie hast du diese Runde gesehen, erlebt? Was denkst du, wer mehr Punkte gemacht hat? Was denkst du, wer die Runde für sich gewonnen hat? Ja, deine Meinung nach. Michaela Michel macht es super von der Ringmitte aus, arbeitet viel, macht viel, aber auch McCullen hat super gearbeitet. Also dafür, dass sie so jung ist. Und das finde ich absolut auch. Also mit 18 Jahren vor so einer Bühne zu stehen und dann also so eine erste Runde, das war schon, ist schon beeindruckend. Absolut, ich bin ja gespannt, was noch kommt. Ja, das bin ich auch. Die erste Runde heißt noch gar nichts. Man hat es im Kampf von Mo Montana und Ben Merz gesehen. Es kann alles passieren. Und man kann den Kampf immer wieder drehen. Zumal einfach Michel die erfahrene Kämpferin ist. 24 Profi-Fights, 21 Siege, 3 Niederlagen, davon 5 K.O.s. Und einige Weltmeistertitel hier. Ja, First Warning für Halten. Ja, Molly will es wissen und gibt Gas. Ja. Jetzt ein guter Konter von Michaela. Michel. Sie darf sie nicht so... Was? Wow, ein gesprungenes Knie war mal drin. Sie darf Molly McCullough hier nicht machen lassen. Ich glaube, das ist heute schon der zweite, dritte Mac-Name. Das Einzige, was ich mir bei diesem Mac-Namen am einfachsten merken kann, ist McDonald's. Aber sie löst sich von den Ringseilen. Jetzt ist sie zwar wieder dran, sie ist aber sehr beweglich und macht es echt sehr gut. Ja. Aber der Druck von Michaela ist natürlich groß. Kommt jetzt wieder hier. Sie weiß halt, wo sie hinschlagen muss. Leberhaken, Kopfhaken, Lowkick, Mittelkick hinterhergezogen. Da ist einfach ihr geschultes Auge, ihre Erfahrung. Und jetzt wieder Frontkick in die Seile. Schön rechter Haken und eine linke gerade hinterher. Viele Schläge von McCullough gehen auf die Deckung von Michel. Auch wenn sie sehr aktiv ist. Zwei Kicks, drei Kicks. Letzten 10 Sekunden hier in der zweiten Runde. Schön. Ja. Die Runde, würde ich mal sagen, geht an Michel in die blaue Ecke. Sie hat es ein bisschen kontrollierter gemacht. Aber nichtsdestotrotz war sehr viel Aktivität da. Von Molly McCullough.
Sie hat 14 Kämpfe, davon 13 Siege, also nur eine Niederlage. Zweite Verwarnung schon wegen Halten für Mercado. Ja, beim nächsten Mal gibt es Punktabzug, was die Runde kosten kann, beziehungsweise wenn sie die Runde verliert, dann minus 2 Punkte. Das ist natürlich viel. Ja, Michel macht Druck. Schön. Kick weitergeleitet und Low Kick hinterher. Jetzt nochmal eine schöne Boxkombination von Michel. Schön wieder mit der linken. Aber man sieht die Low Kicks von Mercado. Man sieht sie bei Michaela Mekel hier am Bein. Oh, wieder hier ein bisschen was verrutscht. Wird zurechtgerückt und gleich geht es wieder weiter. Michel ist, die den Druck macht. Und jetzt schön linker Haken, rechte gerade hinterher. Aber diese Beweglichkeit von der erst 18-jährigen Molly Mercado ist wirklich beeindruckend. Die macht das super. Und auch geht raus und kontert. Jetzt kommt sie mal mit dem Knie. Ich finde das gut. Sie macht das wirklich sehr gut. Wieder ein Knie reingezogen. Michel lässt sie nicht aus der Ruhe bringen. Wieder ein Innenlowkick. Muss aber mehr punkten jetzt. Muss noch mal was gehen. Ja, 40 Sekunden noch. In dieser Runde ist mehr Aktivität von der Engländerin zu sehen. Und ja, nochmal halten, aber sie hat es gecheckt. Schnell wieder weg, losgelassen. Sie weiß, beim nächsten Mal gibt es einen Punktabzug. Die Runde ist gleich vorbei. Ja, diese Runde geht in die rote Ecke. Molly Mercado war aktiver. Man sieht hier einen Frontkick. Und sie hat viele Innen-Low-Kicks getreten. Immer wieder diese Low-Kicks. Michel bekommt Instruktionen hier aus der Ecke. Sie weiß, die nächsten zwei Runden muss sie klarer für sich entscheiden. Sie muss einfach diese Distanz überbrücken, mehr boxen, nicht warten. Marie, was hättest du ihr geraten, wenn du in der Ecke wärst? Was hättest du jetzt Micky Michel geraten, auch wenn du gegen sie mal gekämpft hast und vielleicht nicht unbedingt möchtest, dass sie gewinnt? War jetzt nur mein Vorwand, aber... Nee, sie macht das mit dem Druck auf jeden Fall super, aber
McCullough sieht man, dass sie unbedingt auch diesen Titel haben will, ganz klar. Hier wird niemandem was geschenkt. Und da muss Michaela Michel natürlich weiterhin diesen Druck aufbauen und sie wieder an die Ringseile drücken, so wie sie es in den ersten zwei Runden super gemacht hat. Sie macht das mit einer gewissen Ruhe, aber diese Aktivität der jungen Molly McCullough ist schon beeindruckend. Es ist ähnlich, wie als würde sie aus dem Leichtkontakt kämpfen. Die Kicks kommen von allen Seiten. Schlammes Knie zum Körper von Michel. Ja, und man sagt, man hört es aus der Ecke, Forward Molly. Sie peitschen sie nach vorne. Sie wissen, Michel ist amtierende Weltmeisterin. Sie müssen hier klar gewinnen. Zumindest wenn das Michel zulässt. Sie müssen Gas geben, sie müssen Druck machen. Michel macht es aber gut. Sie ist der Champ. Hat ein bisschen Probleme hier mit ihrem Shirt, das natürlich immer die Kicks hinkommen, das ein wenig verrutscht. Das lenkt immer ein bisschen ab von der Konzentration. Ja, das Problem kenne ich leider auch. Da ist man dann schnell mal unkonzentriert. Da muss man natürlich aufpassen. Jetzt hat sie in den Seilen in der Ecke drin. Muss natürlich jetzt arbeiten. Letzte Minute, die bleibt natürlich hier den Kampf- und Punktrichtern im Gedächtnis. Schöne Boxkombination. Ja, und jetzt hat sie Molly McCullough in den Seilen arbeitet. Und genau so muss es weitergehen. Distanz verkürzen, arbeiten. 20 Sekunden noch. Letzten 15. Schön von Michel nochmal. Aber McCullough kommt direkt mit der Antwort. Das war die vierte Runde. Eine Runde kommt noch. Bin gespannt, wie das noch weitergeht. Ja. Michel hat mehr Druck gemacht als in der dritten Runde. Ob das reicht, weiß ich nicht. Letzte Runde, eine sehr entscheidende Runde für Michaela Michel. Es geht um die Weltmeisterschaft WKU im Cruiserweight Kickboxing K1. Und jetzt legt Michel los. Und immer wieder diese Kicks von Molly, Stopkicks, Frontkicks. Schön gesprungenes Knie von Michel. War ein bisschen zu tief, aber McFarlane gibt wieder den Kampf frei und es geht weiter. Gut geblockt und gekontert von Michel, die jetzt gute Konter, gute Angriffe setzt. Jetzt muss sie diese Runde für sich entscheiden. Die muss
das noch ein bisschen drehen. Aber man sieht immer wieder diese Kicks, das lenkt einfach ab, wenn das Shirt verrutscht. Halbzeit, eineinhalb Minuten noch. Schöne Kombination. Linke gerade, rechter Schwinger und gleich den Kick hinterhergezogen. Nicht das Knie. Low Kick. Ja, diesmal ist es Michel, die Treffer macht. Und die Kicks von Molly McCullough gehen auf die Deckung. Sie ist müde. 5 Runden, aber sie hat das wirklich toll gemacht, hier mit 18 Jahren um die WM zu kämpfen und vor allem so eine Leistung. Jetzt kommt Michel nochmal mit einer guten Boxaktion. Michel nochmal. Schöne Kombination hier. Körper, Kopf. Und der Kick hinterher von McCullough. Knie hinterhergezogen. Druck. Die letzten 20 Sekunden laufen. Michel nochmal mit dem Leberhaken. Kick hinterhergezogen. Tolle Aktion, ja. Schön nochmal geblockt. Letzten 10 Sekunden hier. Eine Aktion noch. Schön. Damit dürfte sie die 5. Runde haben. Ob das reicht, weiß ich nicht. Ich bin gespannt, wie es die Punktrichter gewertet haben. Für mich ist es echt schwer. Was sagst du? Ob das reicht? Reicht es? Michaela Michel hat auf jeden Fall nochmal richtig Gas gegeben jetzt zum Schluss. Sie hat die ersten Runden zumindest ab der Mitte abgegeben, ein bisschen, finde ich. Ja, da absolut. Zu unnötig. Ja, das stimmt. Molly McCullough hat das super gemacht. Sie hat immer wieder Druck aufgebaut. Und ja, sind wir mal gespannt, was das Kampfgericht hier entscheidet. Es ist der 8. Kampf auf der Stekus Fight Night. 12 Kämpfe haben wir. Wir haben noch Leon Gavanas als nächstes, Oscar on Fire Plasene, Dominik Santel und zu guter Letzt Pascal Schroth. Ja, es wird spannend. Wir haben bis jetzt eine gute Steigerung gehabt. Wir hatten saubere Kämpfe, wir haben einige K.O.s erlebt. Ich habe mir viel versprochen von diesem Abend und es, ja, bis jetzt bin ich nicht enttäuscht auf jeden Fall. Nein, es macht Spaß zuzuschauen. Ich glaube, meine Damen und Herren, die beiden Damen haben sich nichts geschenkt, aber dafür uns beste Unterhaltung, tolle Energie, oder? Ja! Großer Kampf! Applaus für beide Kämpferinnen. Wir sind gespannt dafür. Auf damit das Urteil. Wir zum offiziellen Urteil. Punktrichter El Reyes wertet den Kampf 50-47. Genauso wie unser türkischer Kollege Arslan 50-47 wertet. Goran Filipovic wertet den Kampf 49-48. Alle für die neue New World Champion! Molly alle Kampfrichter für die rote Ecke. Ich würde mal sagen, verdient gewonnen. Auch wenn ich es Michel gegönnt hätte, sie hat einfach diese Runden in der Mitte abgegeben, hat nach zum Schluss die 5. Runde für sich gehabt, knapp, aber verdient gewonnen. Molly McCullough hat es super gemacht, mit erst 18 Jahren in Deutschland so eine Leistung zu bringen hier.
also auswärts. Respekt auf jeden Fall, ja. Michel hat es toll gemacht und sie zeigt natürlich auch, dass der Sport Sport ist. Und sie beglückwünscht hier ihre Gegnerin ganz fair, lächelt noch. Im Grunde ist nicht viel passiert, aber auch das reicht schon und kostet den Sieg und den WM-Titel. Schade.